setzen wir das Gerät jetzt mal vor. Bis die Betriebstemperatur erreicht ist. Wie Sie jetzt sehen können, leuchten beide Lichter auf. Ich hatte gedacht, das wäre eigentlich nur das rote. Aber wahrscheinlich erlischt dann das rote Licht, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist. Wir werden das jetzt mal beobachten. Während wir warten, erzähle ich Ihnen noch kurz was zu den drei Teigvorschlägen, die der Hersteller auf der Amazon-Seite macht. Es gibt noch Pfannkuchenteig. Da mischt man zwei Eier mit zwei Esslöffeln Zucker, 200 Gramm Mehl und 150 Milliliter Milch. Dann gibt es den Mehlteig. Da nimmt man 100 Milliliter Wasser und 100 Gramm Mehl mit einer Prise Salz. Wir haben uns für den Waffelteig entschieden. Für den braucht man ein Ei, 70 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Milch, also 100 Milliliter Milch, Entschuldigung, 100 Gramm Butter und ein Päckchen Vanillezucker. Wir haben uns für den Waffelteig entschieden. Für ihn braucht man ein Ei, 70 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 100 Milliliter Milch, 100 Gramm Butter und ein Päckchen Vanillezucker. Ich habe das mal vorbereitet und ich habe die Menge verdoppelt, da wir ein paar mehr Kollegen hier haben. So sieht der Teig aus. Und danach werden wir es mit Bourbon-Vanille-Eis füllen, wenn die kleinen Essschälchen fertig sind. Und sobald die Temperatur erreicht ist, kann es dann auch losgehen. Oh, jetzt ist es soweit. Die Betriebsleuchte, anders als erwartet, die grüne hat sich ausgeschaltet und die rote ist jetzt an. Das heißt, die Betriebstemperatur ist jetzt erreicht und es ist die rote Ampel, die das anzeigt. Strange. Hier dampft es noch ein bisschen vor sich hin, also hier sind noch die Dämpfe, die von der Beschichtung aufsteigen. Wir warten jetzt noch mal ab, bis die sich verzogen haben, bevor wir dann anfangen, den Teig in die Schälchen zu füllen. Man soll die Schälchen ungefähr zur Hälfte füllen und der Backvorgang sollte nicht länger als 8 Minuten dauern, also 3, 4, 5 bis maximal 8 Minuten. Wir werden das aber gleich mal ausprobieren. So, der Dampf hat sich verzogen. Das heißt, wir können anfangen. Wir befüllen jetzt die Schälchen bis zur Hälfte mit Teig. Und dann probieren wir auch gleich aus, wie man das mit der Reinigung macht, weil ich schön gekleckert habe. Allerdings nicht Absicht, das wollte ich anders vorführen. So, das ist jetzt ungefähr die Hälfte. Auf der anderen Seite dann auch nochmal. Schließen wir das Ganze. Und da tropft es aus der Seite raus. Wahrscheinlich wohl doch ein bisschen zu viel genommen zu haben. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Da tropft es fröhlich vor sich hin. Anderen Seite auch, nicht ganz so sehr, aber auch. Das heißt, Sie sollten einen Untergrund suchen, wo Sie das Gerät draufstellen, der leicht zu reinigen ist und nicht hier hinten anfassen, das war gerade heiß. Also ich würde es tatsächlich nur am Griff berühren. Es riecht schon ganz lecker. Ich stelle jetzt mal den Alarm, das war jetzt vielleicht eine Minute, die wir hatten. Und ich stelle mal die Stoppuhr auf 3 Minuten und dann schauen wir mal nach, dann waren das 4 Minuten. So, die letzten Sekunden sind angebrochen. Es riecht schon sehr durch.
schauen wir uns mal als Ergebnis an. Okay. Sieht so aus, als hätte ich viel zu viel Teig genommen und auch das Ganze zu lange drin gelassen. Die sind ein bisschen zu braun. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Das war jetzt mein erster Versuch. Kein besonders erfolgreicher. Sie müssen den Stecker ziehen, wenn Sie das Gerät ausschalten wollen. Ich werde das Gerät jetzt einmal leeren, ein bisschen abseifen und dann versuchen wir es einfach nochmal. So, nachdem der erste Versuch fehlgeschlagen ist, versuchen wir es jetzt einfach noch einmal mit wesentlich weniger Teig. Und ich stöpsel das Gerät wieder ein. Die Betriebstemperatur dürfte eigentlich noch so gut wie vorhanden sein. Sie sollten sich auf jeden Fall ein Verlängerungskabel dazu kaufen, da das Befüllen relativ schwierig ist, wenn Sie da nicht so richtig rankommen. So, weniger haben wir gesagt. Und von der Zeit her sind es dann auch keine 4 Minuten. So, das ist jetzt noch nicht mal bis zur Hälfte. Steht auch nicht in der Anleitung, wie viel man auffüllen soll. Auch hier haben wir jetzt nicht mal die Hälfte. Jetzt klappen wir das Ganze zu und warten mal ab, ob wir da jetzt ein besseres Ergebnis bekommen. Diesmal warten wir 2 Minuten. 2 Minuten sind abgelaufen. Wir schauen mal. Okay, jetzt sieht es noch ein kleines bisschen gleich aus. Also da würde ich noch 1 Minute vielleicht oder 1/2 Minute geben. Das Schöne ist, dass man zwischendurch immer mal gucken kann, weil der Form nicht sehr viel passiert. Wobei, jetzt habe ich gerade gesehen, hier ist es jetzt eingerissen. Das heißt, Sie sollten vielleicht doch nicht so oft reinschauen wie ich jetzt. Also es wird hier sehr heiß. Sie sollten das Gerät auf keinen Fall neben etwas stellen, was schmelzen kann oder Schaden nehmen kann. Hier kommt sehr, sehr heißer Dampf raus. Okay, das sollte nicht passieren. Die sollten eigentlich unten in ihrer Form bleiben. Sind jetzt aber genauso, wie man sie vom Eisladen her kennt, nur sehr dünn und was die Form angeht, wie gesagt, ein bisschen ausgefranst. Heiß ist es. Es riecht sehr lecker, da kann man gar nichts sagen. Alle guten Dinge sind 3, versuchen wir es noch einmal. Jetzt wissen wir, die optimale Zeit müsste um die 3,5 Minuten liegen. Mal schauen, ob es jetzt besser klappt. Ich habe sie jetzt bis hierhin gefüllt. Ist vielleicht wieder ein bisschen zu viel, wir werden sehen. Das war wieder ein bisschen zu viel für das Gerät. Hier kommt an der Seite wieder etwas raus. Ist aber auf keinen Fall so schlimm wie beim ersten Mal. So, und jetzt warten wir 3 Minuten ungefähr. Also der Teig, der hier übergefüllt ist, ich habe den gerade mal probiert. Das war wirklich sehr lecker, das Rezept ist sehr gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger Zucker genommen, aber das ist Geschmackssache. Diese Waffel ist leider misslungen, wohingegen diese hier tatsächlich schon sehr schön aussieht. Sie ist ein bisschen ausgefranst und ein bisschen kurz geraten, aber es ist schon mal ein erster Erfolg. Und ich bin sicher, dass die nächsten besser aussehen werden. Das waren jetzt 2,5 Minuten. Schauen wir mal nach.
Oh ja, da ist schon wieder ein bisschen zu gut geraten. Ich habe das mit der Zeit immer noch nicht so ganz raus. Es ist wieder etwas überlaufen, übergelaufen. Ja, die sind nichts geworden. Da habe ich wieder zu lange gewartet. Eigenartig. Gut. Alle guten Dinge sind dann 4, nehme ich an. Sonst wäre unser Alarm vorbei gewesen. Schon zu laut. Wir probieren das Ganze noch einmal. Da die so dünn sind, muss das wirklich genau auf den Punkt sein. Jetzt versuchen wir es mit 2 Minuten. So, die letzten 30 Sekunden sind angebrochen. Ich schaue einmal. Das sieht schon gut aus. Bisschen sehr bleich, aber das kann man schon tatsächlich durchgehen lassen. Ich muss nur mal schauen, wie man das ein bisschen geschickter entfernt. Finger mal ein bisschen in Form gebogen. Die sehen doch schon gut aus. Jetzt probieren wir noch einmal das Gleiche. Von 4 Versuchen sind zumindest 3 Waffeln auf jeden Fall essbar. Ist ja schon ordentlich für die ersten Versuche. So. 2 Minuten. So, die letzten 10 Sekunden unseres 2-Minuten-Countdowns laufen. Ich hoffe, dass sie jetzt perfekt sind. Aber ich sagen muss, dass die hier schon wirklich schön sind. Aber mal nach. Oh ja, die sehen doch toll aus. Ja, also 2 Minuten ist anscheinend ein bisschen zu lang. 1,5 Minuten ist das dann. Das heißt, wenn das wirklich richtig gut vorgeheizt ist, braucht es genau 1,5 Minuten, um zu einem schönen, essbaren, annehmbaren Ergebnis zu kommen. Der Teig ist wirklich sehr lecker, den die Leute von TZS First Austria da bereitgestellt haben als Rezept. Und auch sehr günstig zu machen und einfach umzusetzen. Bevor wir das letzte Mal Waffeln backen, da wollte ich noch kurz sagen, dass die Reinigung tatsächlich schwierig ist. Das heißt, da braucht man etwas Spitzes, um in die Rille zu kommen. Es läuft nicht in das Gerät hinein, insofern ist es nicht ganz so tragisch. Es ist aber schwierig, da man das hier auch nicht entfernen kann. Der Rest funktioniert wunderbar. Es gibt keinen Ein- und Ausschalter. Also wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, müssen Sie tatsächlich den Stromstecker ziehen. Ansonsten an den Seiten überall tritt viel Dampf aus. Das kennt man auch von Sandwichmakern und Waffeleisen allgemein. Das ist normal. Ja, wie Sie sehen, also wir haben hier sehr viel Beiwerk, was natürlich auch unglaublich lecker ist.
kann man gar nicht anders sagen. Wir haben insgesamt 4 misslungene Schälchen und 3 nahezu perfekte und 2, die ein bisschen zu sehr durch sind, aber auch in Ordnung sind. Die hier werden jetzt mit 1,5 Minuten mal ausprobiert, ob wir da dann genau das Ergebnis bekommen, was wir gerne hätten. Perfekt! Also, wenn das Gerät komplett vorgeheizt ist, dauert es genau 1,5 Minuten und Sie dürfen es nicht bis zur Hälfte, hier haben wir wieder ziemlich viel Rand, der nicht sein soll, aber 1,5 Minuten ist genau die Zeit, um ein so leckeres Ergebnis zu erreichen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen diesen Waffelbecher-Maker von der Firma TZS First Austria behilflich sein. Und wenn Sie hier unten auf den Link klicken, gelangen Sie auf unsere Website. Da können Sie einmal den Testbericht in Schriftform nochmal nachlesen mit den Rezepten. Und Sie haben die Möglichkeit, dieses Waffelbechergerät, was ich vorher natürlich reinigen werde, zu gewinnen. Viel Glück und bis zum nächsten Mal bei Experten raten.